Hallo miteinander, willkommen bei der neuen Folge von Hör wie grillt. Heute habe ich da was zum Testen gekriegt, ne? Und zwar von der Firma Schönhofer von Almo Shop. Die haben einen neuen Steak Cut. Und zwar heißt der Denver Cut. Wird geschnitten aus dem Krustelspitz. Der ist bei der Schulter. Und da schaut es her. Das sind drei Stück, werden die so verpackt. Das ist ein eigenes Reifesystem. Die kommen in Tenderboxen 14 Tage und dann werden das sind die Tender Sticks, dass es natürlich nachreift. Das ist keine Trockenreifung, sondern eine Nassreifung, aber was Spezielles. Also das Fleisch ist gut abgehangen, also nicht abgehangen, sondern das ist 3 Wochen gereift circa. Das sind so Medaillons und schaut euch die Marmorierung an. Einfach geil. Packungen sind 3 so Stück, ja, und die werden wir testen. Heute machen wir mal die mache ich am Monolithen. Da haben wir zuerst bei 100 Grad smoken auf so ca. 52 Grad, also quasi rückwärts grillen. Und dann, dass wir eine schöne Farbe kriegen, legen wir es dann auf die Glut drauf. Die zweite Packung gibt es eine B-Folge von der heutigen. Die werden wir so weit machen und dann am OFB. Und dann werden wir schauen, was besser schmeckt. Schauen wir mal, ne? Gut, als Beilage haben wir jetzt eine Spargelzeit. Frisch aus dem Markfeld. Spargelspitzen. Da ist nur drinnen 1,5 Teelöffel Salz, 1,5 Teelöffel Zucker und ein Flöckchen von Butter. Das kommt nachher dann zu weit, 85 Grad, 40 Minuten und wir haben eine wunderbare Beilage dazu. Was machen wir jetzt da? Nicht viel, wir dann nur salzen. Ich mache das immer ca. 40 Minuten bevor ich es am Grill lege, dass das schön einziehen kann. Da kann man großzügig von beiden Seiten, ne, umdrehen. Und wie man halt den Dings an Rindfleisch testet, ob es schon abgelegen ist, einfach draufdrucken, seht ihr, die Wölbung bleibt, weiß ich, das Fleisch ist perfekt. Gut, wir sehen uns draußen am Grill. So, der Monolith hat 110 Grad erreicht. Wir werden räuchern mit den Whiskywood-Chips von Weber. Diesel halt. Das Fleisch, ja, ist schon verkabelt. Habe ich noch mit ein paar Tropfen Öl, haben wir noch drauf geschmiert, weil gefett dieser Geschmacksträger, Rapsöl. Und jetzt dann rauf auf den Grill. Nebenbei werden wir ein paar Händelbrüste auch machen. So, gut. Deckel wieder zu. Also das werden wir jetzt auf ca. 52 Grad ziehen und dann werden wir umbauen und direkt auf die Glut geben. Bis dann. So, die 52 Grad sind erreicht. Runter jetzt vom Grill. Und umbauen, dass wir dann direkt anbraten können, noch, dass wir eine schöne Kruste kriegen. So Leute, binnen 5 Minuten nicht einmal sind wir auf 350 Grad. Also das geht beim Monolith sehr, sehr schnell. Und da schaut her, da haben wir schon eine Flammenhölle. Und da werden wir jetzt unsere Steak kurz angrillen und von der Flamme küssen lassen. Nicht lange. Und ein Duftal kommt da entgegen. Einfach herrlich. Mal schaut's her. Umdrehen, nicht? Geil, schaut euch das an. He? Einfach herrlich. Das lassen wir jetzt auch eine gute Minute und dann ein bisschen ruhen lassen und dann werden wir anschneiden. Ja, auch von der zweiten Seite ist unser Steak fertig. Schaut her. So, wir geben die jetzt da wieder rein. Lassen sie 5 Minuten ruhen und dann schneiden wir an, dann werden wir kosten. So, da ist jetzt unser Fleisch da. Eines da habe ich Kräuterbutter drauf gegeben, ich habe das ganz gern. Und das haben wir so lassen. Da ist der Spargel mit einer Knoblauchsoße. Jetzt haben wir da, nein, niemand hauen, sondern einfach pfeffern. Und dann schneiden wir mal an. Auch ein bisschen. So, gut. Da haben wir einen eleganten Mittelschnitt. Schaut das an, das fährt durch. Ein Wahnsinn.
ist etwas weiter schon von Garpunkt, aber wie gesagt, ich mag es nicht so rot. Gut, ne, dann werden wir mal so ein Scheibchen kosten. Wie ihr seht, haben wir da falsch aufgeschnitten. Ist sehr zart, geschmacklicher Top. Die Reifung und das passt alles bei dem Fleisch. Kann es nur weiterempfehlen, so den Spargel kosten wir auch. Ist auch perfekt, ist noch recht bissfest, nicht tot gekocht, ist einfach spitze. Gut, das Fazit ist, also ich kann das Fleisch noch weiterempfehlen. Ich verlinke euch das unten noch auf einem Alma Shop. Ist relativ von der Anschaffung her auf der günstigen Seite. Die Medaillons gibt was her. Ist ohne weiteres zum Ausprobieren und zum Weiterempfehlen. Also wie gesagt, gültiger Versuch. Morgen zeige ich dann die andere Variante mit Sous Vide und OFB. Werden wir schauen, ob ein Unterschied ist. Aber das Rückwärtsgrillen, man hat gespürt, reicht den Whisky-Rauch. Tadellos, geht mit jedem anderen Grill auch, muss kein Monolith sein. Haut hin. Gut ist, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, Däumchen nach oben, schreibt einen netten Kommentar. Oder abonniert einfach meinen Kanal, den kennst du da unten am Kanallogo, einfach draufklicken. Dann versäumt ihr keine Folge mehr von Hörbegrillt. Das war's wieder mal für heute. Tschüss, Papa, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.